So, dann herzlich willkommen. Ich melde mich hier nach den Weihnachtsfeiertagen noch am Sonntag wieder. Bereite für das restliche Jahr noch ein paar Setups vor. Aber zunächst komme ich erstmal zum DAX. Zum DAX nehme ich hier mal den Chart ohne gleitende Durchschnitte und hier würde kurz vor Weihnachten eben noch diese ganzen Kursziele eben benannt. Als es dann hier losging am 23. beziehungsweise halt eben in der Nacht, da war ja schon 100 Punkte ein Upgap, waren diese drei Widerstände, horizontale Widerstände benannt und sogar eben die 10.730, also dass er direkt hier an diesen Abwärtstrend wieder heranlaufen könnte. Das hat eben der DAX dann genau gemacht. So, und was jetzt eben wichtig ist für die restlichen zwei, drei Börsentage, sollte eben hier aus diesem Widerstand nach oben ausbrechen, hat er natürlich neues Aufwärtspotenzial generiert. Aber eben, er dürfte natürlich nicht direkt Richtung 11.000 Punkte steigen, sondern erst einmal höchstwahrscheinlich hier in den Bereich von 10.850. Ich zeige das nach einem anderen Chartbild. Ansteigen, leichte Rücksätze und dann eventuell nochmal hier hoch Richtung 11.000 Punkte. Schauen wir das kurz im Index Future an. Im DAX Index Future habe ich den eben auch mitgebracht, den Stundenchart. Und hier gab es eben auch zwei Abpraller. Und hier stehen wir eben aktuell darüber. Und wie man hier sieht, liegen eben noch bei 10.800 Punkten etwa Widerstände. Und dann eben der nächste bei 10.870 Punkten etwa. Und anschließend wäre dann eigentlich der Weg frei bis 11.000 Punkte. Im Wochenchart hat sich der jetzt in die Wolke wieder hineingekämpft. Und ja, hier sieht man eben auch nächste Woche eben bei 10.000 und 10.880 Punkten läuft hier diese Abwärtstrendlinie. Und hier wäre dann 11.100 Punkte möglich. Im Tageschart, auch hier sieht man, sollte er jetzt permanent über 10.700 Punkten notieren, dürfte er wieder hier schön nach oben durchstarten, entlang der Wolke. Natürlich mit kleineren hier, wie möglich könnte es dann so laufen oder halt hier unten ja an die 10.000, an die 11.000, sorry, 11.170 Punkte. Das wäre jetzt hier mein präferiertes Szenario, sollte der eben über 10.700 bleiben, der DAX. Auf Tagesbasis sowieso, auf Stundenbasis wird dann ein neues Setup eben erscheinen. Apropos Setups, hier werde ich kurz noch die laufenden Setups besprechen. Deutsche Bank steht deutlich im Plus. Gold würde, sage ich mal, hier nur das präferierte Kaufsignal hier aktiviert, konnte sich über der Rainbow-Unterkante halten und ja, sollte jetzt hier das letzte Hoch bei 1081 überwinden, wären noch Ende des Jahres 1.100 Punkte möglich, US-Dollar möglich. Gary Weber war ja das 10%ige Setup. Hier konnte man im besten Fall bislang ja, knapp 5% mitnehmen.
hat eben nicht ganz gereicht, dass sie am Ende durchgestartet ist. Und hier ist immer noch ein Kursziel offen und dann könnte es eben hier neue Tiefs geben, solange er und nicht über 11 Euro steigt. Euro-US-Dollar ganz kurz, hier sollte jeder im Plus sein und könnte eben auch hier das schöne Ziel noch bei 1,11 angelaufen werden Ende des Jahres. Pfund gegen US-Dollar ist hier, sage ich, nahezu perfekt an den unteren Trendkanalbegrenzung gelaufen, wie auch hier das Präferierte angezeigt. Und dann eine dynamische Aufwärtsbewegung wurde dann gestartet. Und noch zu Brent. Das lief, ja, sage ich mal, mehr als perfekt. Hier wurde die Stop-Buy-Marke ausgeführt. Die Stop-Marke lag dann hier unten, etwa 70 Cent. Und über einen Dollar konnte man hier genau mitnehmen. Da werde ich auch am Montag nochmal ein neues Setup vorstellen. Danke fürs Zuhören und bis morgen.